Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und heute ist der Beginn einer neuen Unterserie. Und zwar werde ich heute eine Zockbox unboxen, also auspacken und schauen, was für Spiele da drin sind. Da werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen, hey, was ist eine Zockbox überhaupt? Und zwar, das ist eine Lootbox für Retro-Spiele. Also ihr kennt die ja wahrscheinlich von, es gibt ja Get Digital, dann die Lootbox. Da zahlt ihr einen festen Betrag, meistens so irgendwas um die 30 Euro und bekommt im Monat ein Paket mit Nerd-Sachen, die unter irgendeinem bestimmten Thema irgendwie verpackt sind. Ihr habt den Vorteil, dass ihr quasi mehr Wert bekommt, als es eigentlich im Einzelverkauf sein sollte, aber quasi der Nachteil ist, dass ihr euch überraschen lässt. Das machen halt viele, um sich monatlich so ein kleines Überraschungspaket zukommen zu lassen. Und das gibt es auch für Retro-Spiele von der Zockbox. Und zwar gibt es da verschiedene Pakete. Erstmal drei Stück für knapp 32 Euro und dann könnt ihr 4 Spiele und 5 Spiele euch bestellen. Da könnt ihr euch dann dieses Thema aussuchen, Spiele, die ihr haben wollt. In diesem Fall habe ich mir Game Boy, Game Gear und Super Nintendo ausgesucht, weil im Prinzip das ist, was ich so sammle. Und zwar, warum wird das jetzt der Start einer neuen Serie sein? Ne? Full Disclosure, ich sag's euch, wie es ist. Die Jungs von der Zockbox sind auf mich zugekommen und haben mir angeboten, mir 6 Monate eine Box kostenlos zur Verfügung zu stellen, dass ich hier ein bisschen Video mache, um das so auszupacken, um euch vielleicht auch etwas mal zu zeigen, wie ich die Langzeitentwicklung, weil ich hatte ja schon mal, als die Jungs an den Start gegangen sind, habe ich ja schon mal eine Box aufgebaut, aber wie wird sich das über die Monate entwickeln? Ist jetzt immer dasselbe drin? Und dann seht ihr vielleicht auch mal so ein bisschen, okay, erwartet mich so ungefähr, dass ihr vielleicht so ein Gefühl bekommt, was ihr hier erwarten könnt. Ich habe ja in den ersten Unboxing-Video ja schon mal meine Gedanken dazu so ganz grob erzählt. Und zwar, dass natürlich jetzt ich erwarte, dass hier für 32 Euro wert Spiele drin sind. Weil ihr müsst bedenken, da kommen natürlich nur die Versandkosten drauf. Die Jungs wollen auch was verdienen, logischerweise. Ich habe so ein bisschen auf deren Webseite mal ein bisschen rumgeschaut und in der FAQ steht natürlich ganz fairerweise klipp und klar, hey, es wird ja zum Beispiel jetzt kein Trip World für den Gameboy drin sein, also Spiele, die wirklich enorm viel wert sind, aber sie bemühen sich auch diese Krump-Sportspiele, sage ich mal, irgendwie rauszulassen, irgendwelche FIFAs oder sowas, die eh nicht so viel wert sind. Ehrlicherweise sagen sie in den FAQs auch, hey, wir können es auch nicht immer komplett verhindern, dass das dabei ist, aber wir versuchen es. Ja, und wie gesagt, die haben es mir kostenlos zur Verfügung gestellt, deswegen habt ihr auch hier diese Werbung eingeblendet, aber ich dachte mal, das interessiert euch vielleicht auch und ich habe auch mit denen ausgemacht, wenn ihr vielleicht auch mal Fragen zu diesem Service habt, immer gerne bitte in die Kommentare rein. Ich leite das mal dann an die beiden weiter und würde dann im nächsten Video dann auch die Antworten zu diesen Fragen darstellen. Also wenn ihr Fragen zu diesem Service allgemein habt, dann unten rein damit. Aber genug der langen Vorrede. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Das kommt mit Hermes geschickt und wie ihr seht, ist das ganz gut verpackt. Wie gesagt, ich habe noch überhaupt nicht reingeguckt, was da drin ist. Es gibt natürlich hier den üblichen Flyer und so weiter. Wie ihr seht, ist es auch sehr gut so in Papier eingeschlagen. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Merke ich schon, sind 4 Spiele. Sie wollten mir eigentlich nur 3 Spiele zuschicken. Aber ich würde mal schauen, das wird wahrscheinlich das Gameboy-Spiel sein. Ich blende euch jetzt natürlich auch noch ein Foto ein, damit ihr auch die Qualität gut beurteilen könnt. Und zwar, ich bin begeistert, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich schon habe, aber definitiv ein Label-Upgrade, so hervorragend, wie das aussieht. Und zwar, genug lange Vorrede, Tiny Toons Bubs Big Break. Ein wirklich wunderbares Gameboy-Spiel. Deswegen bin ich jetzt froh, dass ich das in so geilen Zustand habe. Also jetzt sieht es mal auf dem Foto. Also das Cover sieht wirklich Hammer aus. Wow, also da bin ich natürlich jetzt wirklich sehr angetan von der Qualität. Hätte ich jetzt so nicht unbedingt erwartet. Da natürlich vorweg, die haben wahrscheinlich gewusst, an wen sie das Paket schicken. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt natürlich der Normalzustand ist. Das muss ich natürlich fairerweise sagen. Aber es ist ein wunderbarer Plattformer und ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist. Es ist eigentlich relativ bekannt, dass es ein wirklich fantastisches Spiel ist. Und es ist sehr abwechslungsreich. Die Plattformersteuerung ist wunderbar. Und dieser gesamte Tiny Toon Charme fließt da so richtig gut rein. Und deswegen ist das wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel, was ich wirklich nur jedem irgendwie empfehlen kann, der auch nur einen Plattformer aus der zweiten Reihe, den ich das mal für den Gameboy zocken will. Wunderbar.
Dann gucken wir mal, was hier noch so dabei ist. Das müsste wahrscheinlich hier das Game Gear Spiel sein. Also wie gesagt, ist wirklich sehr schön verpackt und was mich auch freut, halt nicht so in Plastikmassen. Ne? Das ist auch nicht verkehrt. Es ist Marble Madness, doch kein Game Gear. Dann haben sie mir wahrscheinlich doch ein bisschen was anderes geschickt, aber es kann sein, dass sie das eben so ein bisschen vertauscht haben. Und zwar auch in einer wunderbaren Qualität. Also ich muss sagen, wenn das jetzt die traditionellen Qualitätsstandards sind, dann muss ich sagen, Hut ab, die sind höher als meine für meine Sammlung auf jeden Fall. Marble Madness, ihr kennt es wahrscheinlich aus der Spielhalle. Das war so gefühlt in den 80er Jahren, war das ein relativ großes Thema. Und zwar habt ihr einen Hindernisparcours mit Murmeln drauf. Und in der Spielhalle hattet ihr, glaube ich, hier so ein Trackball zur Steuerung. Auf den Gameboy nimmt ihr euer Steuerkreuz natürlich, in einer isometrischen Ansicht, das ist natürlich steuerungsmäßig gewöhnlich. Und eure Aufgabe ist es halt, in diese Kugel mit dem Steuerkreuz so ein bisschen dann in das Ziel zu buxieren. Ne? Da gibt es natürlich schmale Abgründe, wo ihr runterfallen könnt und. Die Steuerung hat so eine sehr, sehr starke physikalische Anleihen, sage ich mal. Und deswegen ist das Spiel wirklich schwerer, als es eigentlich aussieht. Weil ihr natürlich immer den Schwung mit beachten müsst und so weiter. Auch ein Klassiker auf den Gameboy finde ich okay umgesetzt worden. War auch eins meiner ersten Testvideos, die ich damals, glaube ich, gemacht habe. Vom Zustand her auch auf jeden Fall ein Label-Upgrade. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt mal zu dem nächsten Spiel. Und zwar Super Nintendo Tetris 2. Auch hier echt wunderbarer Zustand, muss ich sagen. Ist nirgendwo großartig angelaufen. Wunderbar. Habe ich, glaube ich, sogar noch gar nicht in meiner Sammlung. Also sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall. Ich kenne Tetris 2 jetzt nur vom Game Boy, ehrlich gesagt. Dann kann ich jetzt für die NES Super Nintendo Version nicht wunderbar viel sagen. Es ist im Prinzip ein Tetris. Und wie das Cover schon andeutet, ist es so ein bisschen mit Farben aufgewertet. Auf den Gameboys ist das natürlich mit verschiedenen Mustern und Grüntönen, sage ich mal, natürlich gelöst. Macht Spaß, aber ich finde, hat jetzt mit dem eigentlichen Tetris nur auf der Oberfläche etwas zu tun. Also ich finde diesen Namen Tetris 2 in dem Fall tatsächlich mehr so ein bisschen Marketing-Geschwurbel. Und ich persönlich bleibe beim ersten Teil, aber ist natürlich ein wirklich solides Puzzlespiel. Und dann frage ich mich natürlich, was hier zum Schluss drin ist. Ach, das ist das Game Gear Spiel. Also haben sie mir zwei Game Boy Spiele, ein Game Gear und das Super Nintendo. Und da war ich jetzt nämlich sehr überrascht, weil das Päckchen hier gerade zu hoch war. Und wie ich sehe, liegt das daran, dass sogar die Anleitung dabei ist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Also das ist dann das Paket dann wahrscheinlich mit 4 Spielen, was, wenn ich das richtig im Kopf habe, denn im Abo knapp 38 Euro kostet. Das habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf gehabt. Und zwar ist es Cool Spot für den Game Gear mit einer Anleitung. Ich zeige ja die Fotos ein, die wirklich hervorragende Qualität ist. Auch das Modul, wunderbar. Und auch das habe ich noch nicht für den Game Gear und suche ich schon länger. Weil Cool Spot, das ist so ein Spiel, was mich schon in meiner Kindheit so fasziniert hat. Ich habe das damals auf dem PC gespielt. Die Game Gear Version kenne ich jetzt noch nicht, aber auf dem PC war es einfach wunderbar. Es ist ja im Prinzip so ein Werbevideo von dieser 7-Up Marke, wo das Maskottchen damals halt dieser rote Punkt, der Cool Spot war. Und damit wird dann halt durch verschiedene Level gepflügt. Bei mir zum Beispiel ist ja das erste Level sehr, sehr stark im Kopf geblieben mit dem Strand, wo er dann aus der Hand diese Cola-Bläschen schießt und so weiter. Auch ein sehr, sehr geiler Plattformer, wo ich jetzt mal wirklich gespannt bin, wie er sich auf den Game Gear spielt. Und haha, das wird auf jeden Fall irgendwann jetzt mal bald einen Test geben. Also, das war die Box. Wie gesagt, nochmal im Nachhinein, die habe ich kostenlos zur Verfügung bekommen. Deswegen auch die Werbemarkierung. Ich freue mich und bin mal gespannt, was auch in den nächsten Ausgaben alles dabei ist. Also ich bin jetzt sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Vor allen Dingen wegen dem Zustand. Da hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass die in so Top-Zustand sind. Vor allen Dingen hier auch, dass das Handbuch dabei ist. Wird natürlich nicht die Regel sein. Aber wie gesagt, deswegen machen wir dieses Experiment, dass ich euch 6 Monate mal eine Box auspacke, ob das jetzt wirklich nur so ein einmaliges Leuchtfeuerwerk ist, nenne ich es mal, oder ob es sich dauerhaft lohnt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhaben solltet. Macht's gut, tschüss.